Mehr als 1 Million Menschen aus dem Ausland machten sich 2012 auf den Weg nach Deutschland. Fast 3/4 der Zuwanderer stammen aus dem EU-Ausland. Spitzenreiter ist Polen. 184.000 Menschen wanderten 2012 von dort nach Deutschland ein. Es folgen Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Die meisten Zuwanderer außerhalb der EU kamen 2012 aus den Vereinigten Staaten und China. Für 2013 liegen bislang nur Schätzungen bei den Zahlen vor. Am meisten profitiert die deutsche Wirtschaft, denn sie gewinnt Fachkräfte. Seit 2009 steigt außerdem die Zahl der zugewanderten Hochqualifizierten kontinuierlich an. Im Schnitt ist das Bildungsniveau der Einwanderer inzwischen höher als das der Deutschen. Die meisten zugewanderten EU-Bürger sind zwischen 20 und 45 Jahre alt. Allein 446.000 Osteuropäer arbeiteten in Deutschland im Juni 2013 in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Immerhin knapp 136.000 Menschen waren geringfügig beschäftigt. Die übrigen hatten keine feste Anstellung. Deutschland ist derzeit innerhalb der EU das beliebteste Einwanderungsland.